Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wundert euch heute bitte nicht über vielleicht einen anderen Ton oder ein anderes Bild. Ich musste auf mein Handy zurückgreifen, weil meine Kamera irgendwie ja einen Knall hat und auch volle Batterien nicht erkennt und immer sagt, sie ist fast leer. Und ja, jetzt habe ich einfach mal aufs Handy zurückgegriffen, da ich heute ja so kurz vor Ostern auch nicht irgendwie ja noch wohin komme, um andere Batterien zu kaufen. Und ja, also wundert euch nicht. Ich bin technisch so ein bisschen ja noch ja merkwürdig dieser Kamera eingestellt. Es ist irgendwie komisch, immer so neben sich zu gucken. Und ich habe jetzt auch die Notizen so ein bisschen drumherum. Also ja, wundert euch nicht, es kann heute ein bisschen komisch aussehen, aber ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, meine Woche jetzt vor Ostern war auf jeden Fall fußtechnisch ein bisschen besser. Ich danke auch allen für die lieben Genesungswünsche, die mich auf allen Kanälen irgendwie erreicht haben. Ja, ich sag mal so, bis Mittwoch war alles noch relativ schwierig. Es war ja doch noch sehr oft, dass er angeschwollen war. Auch die Zehen waren nach wie vor sehr dick und blau. Und ich war da eben am Freitag auch nochmal beim Arzt. Und es ist wohl alles normal und es dauert einfach alles seine Zeit. Und ja, ich sollte mich in Geduld üben, war der Ratschlag meines Arztes. Und er hat wahrscheinlich auch einfach recht. Ja, dass eben manches einfach ein bisschen braucht. Ich denke jetzt aber, dass es über Ostern und auch nächste Woche auf jeden Fall weiterhin besser wird und ich auch wieder nach Ostern arbeiten werde. Und es sind ja dann nur 4 Tage, weil der Ostermontag ist ja auch frei. Und dann habe ich auch direkt schon wieder Urlaub. Und auch wenn da nicht so viel Zeit zum Schonen bleibt, weil ich ja, ja ein bisschen wegfahren werde, ja, müssen wir einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, der Verdacht geht schon dahin, dass man wohl längere Zeit keine Schuhe mit höherem Absatz tragen kann, was ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm fände. Ich bin eh kein so Freund von hohen Schuhen, bin im Sommer auf jeden Fall ein Ballerina-Fan, auch wenn das der Gangart nicht immer so schmeichelt, aber ja, und ich denke, das ist jetzt auch einfach in Ordnung und ja, zur Not eben einfach viel barfuß laufen, wenn man zu Hause ist oder im Garten oder im Grünen und ja, dann wird das schon irgendwie, aber ja, es ist, man ist selbst, glaube ich, immer am ungeduldigsten und gerade wenn man einfach nichts machen kann, also egal, ob ich eine Viertelstunde im Haushalt umhergeirrt bin oder ich habe mich mal um meine Bücherregale ein bisschen gekümmert, auch mal ein bisschen aussortiert, neu eingeräumt und ich werde euch da im Mai auf jeden Fall auch ja, die Videos dann dazu noch drehen und zeigen. Und ja, weil ihr auch öfter mal nach den Bücherregalen fragt, man hat halt wirklich nach einer Viertelstunde, 20 Minuten gemerkt, es geht nichts mehr. Auch sitzen, sobald im Grunde auch diese Blutzufuhr im Knie so ein bisschen eingeschränkter war, ging überhaupt nicht. Also da war fast Laufen noch besser als dieses klassische Sitzen. Ich werde jetzt auch mal im Büro gucken, dass ich es irgendwie schaffe, mein Bein doch ein bisschen gerader zu halten. Und ja, aber wir kriegen das hin. Es wird alles gut. Und ja, ich schone mich definitiv noch ein bisschen. Also Sport ist wohl die nächsten 2 Wochen auch noch nicht so angedacht, hat der Arzt gesagt, dass man da wohl locker 4 Wochen warten muss, bis man eben wirklich einen festen Stand hat. Und ja, aber so viel dazu. Ja, buchtechnisch war die Bücherwoche sehr blau. Mir ist das aufgefallen, als ich sie zusammengesucht habe und dachte, also gefühlt sind es ja fast nur blaue Bücher. Fand ich sehr interessant, war keine Absicht. Es war die Woche der ersten Folge der 8. Staffel Game of Thrones. Dazu am Ende, denke ich, auch 2, 3 Sätze. Ich denke aber, wir fangen jetzt einfach mal mit den Büchern an. Ich habe insgesamt 5 Bücher beendet. Ich habe noch einen Joel Dicker angefangen, aber dazu dann erst in nächste Woche. Das erste Buch der Woche ist Quicksand von Marlene Persons Giolito. Jetzt kann ich natürlich meine Notizen schlecht lesen, aber wir kriegen das irgendwie hin. Ein Buch, auf das ich aufmerksam wurde, weil eine Netflix-Serie angekündigt war. Und ja, ich unbedingt vorher das Buch lesen wollte. Dann habe ich, jetzt sind die Bücher ja auch noch verkehrt rum, dann habe ich gelesen, ich hoffe, dass ihr das jetzt auch richtig rum seht. Ich bin gerade, ja, überfordert. Die 5 großen Glücksdiebe von Dr. Chan Isso. Wo soll das heute noch hinführen? Ja, ein Buch, ja, wie man eben Glücksdiebe entdeckt und wie man sie verhindern kann. Dann habe ich gelesen den 5. Teil der Nimmerherz-Reihe von Erik Kellen, der Abschluss
seiner Nimmerherz-Reihe, ein High-Fantasy-Epos, ja, was mir, ja, also wo ich lange jetzt auf den Abschluss auch gewartet habe. Dann habe ich das neue Buch von Adriana Popescu gelesen, Morgen irgendwo am Meer. Ein Titel, das nach mir schrie, ein Cover, das einfach wunderschön ist. Und es ist wieder ein Jugendbuch von ihr, was im CBT-Verlag erschienen ist. Und das letzte Buch der Woche war dann Der Gast im Garten von Takashi Hiraide. Ja, ein japanischer Autor, wo mich ja, das Buch einfach irgendwo mal bei einer Bestellung angesprochen hat. Ich mag Bücher, in denen es auch um Tiere geht und in dem Fall natürlich auch noch um eine Katze, was ich natürlich besonders schön finde. Aber wir fangen der Reihe nach an. Ich glaube, ich muss hier mal meine Notizen ein bisschen umpacken, weil sonst, wenn das oben drüber ist, wird das irgendwie nichts. Das Leben ist nicht immer einfach eines Booktubers. Ja, wir starten mit dem ersten Buch der Woche und zwar Quicksand von Marlene Persson-Giolito. Ein Buch, das eine Netflix-Verfilmung wurde. Ich es auf Netflix entdeckt hatte und dachte, hey, das klingt echt mega spannend. Und mir dann, glaube ich, Phil erzählt hat, hey, da gibt es ein Buch dazu. Und dieses Buch wurde mir dann vom Verlag dankenswerterweise auch zur Verfügung gestellt. Und das Buch ist wohl ursprünglich, ich glaube, aus 2017. Und ich wäre wohl tatsächlich nicht irgendwie darauf aufmerksam geworden, wenn ich nicht irgendwie die Netflix-Serie spannend gefunden hätte. Ich wollte eben auch einfach das Buch vorher lesen. Ich mag es, wenn es eine Buchverfilmung ist, dass man doch irgendwie einen Vergleich ziehen kann. Und ja, das habe ich in dem Moment einfach auch gemacht. Das Buch spielt in Stockholm. Es gibt ein Blutbad an einem Gymnasium. Es sterben eigentlich ein paar Schüler und auch ein Lehrer. Und wir treffen auf die 18-jährige Maja, die vor kurzem volljährig wurde. Und wir treffen sie vor Gericht. Das hängt damit zusammen, dass Maja die einzige Überlebende dieses Attentats ist, beziehungsweise sie eben auch Fingerabdrücke von ihr an den Schusswaffen oder an einer Schusswaffe finden. Unter den Opfern ist ihre beste Freundin Amanda, auch ihr fester Freund Sebastian, auch ein Lehrer, mit dem sie eigentlich nicht irgendwie im Krieg oder im Clinch stand. Und noch hinzu kommt, dass der Vater von Sebastian, also ihrem Freund, auch ja, umgebracht wurde am Morgen vor dieser Tat und auch sie hier vielleicht irgendwie mit dabei war. Die Geschichte, die Buchgeschichte wird komplett aus der Sicht von Maja erzählt. Also sie erzählt uns ihre Gedanken, ihre Geschichte. Es ist natürlich ein bisschen eine eingeschränkte Erzählung, einfach dadurch, dass wir nur sie hören, nur ja im Grunde ihre Gedanken dazu erfahren. Das hat aber das Ganze für mich unglaublich intensiv gemacht. Also wir haben hier eine vermeintliche Amokläuferin, ein junges Mädchen, das eben den Vater des Freundes vielleicht mit ihm oder wie auch immer umbrachte, dann in die Schule stürmt, sogar noch eine Bombe in ihrem Spind gefunden wird und ja, alle Welt sich eigentlich fragt, was ist in dieses Mädchen gefahren, was ist da passiert, was war da los? Und wir aber von Maja eben diese ganze Geschichte erfahren. Also wir erfahren, wie sie zu Sebastian gekommen ist, was es mit dem Vater von ihm auf sich hat. Wir erfahren, wie sie über ihre Eltern denkt, denn sie kommt aus sehr gutem Haus, hat eine sehr oberflächliche Mutter, was das mit ihr so gemacht hat. Wir erfahren, dass sie eine jüngere Schwester hat. Wir, ja, bekommen eben durch Maja alle Gedanken mit, die sie eben hatte, die sie hatte, an Erinnerungen, die sie uns erzählen möchte. Wir erfahren, wie es sich anfühlt, vor Gericht zu stehen, das Gefühl zu haben, dass alle Welt einen hasst für etwas, was man vielleicht getan hat oder auch nicht. Und ja, wir erfahren sehr lange nicht, ob sie sich selbst als schuldig sieht oder nicht, sondern wir sind dann eben auch bei Gericht dabei, wir erfahren die Vorwürfe, wir erfahren, wie es sich abgespielt hat und haben dann eben auch immer wieder diese Rückblenden von Maja, wie sie sich eben ja, an ihre Freunde, an ihre Schule, an sich selbst früher erinnert. Und ich fand diese Mischung gerade aus diesem Erzählstil, der hier verwendet wurde von der Autorin, ich fand den sehr spannend. Ich fand es sehr packend. Ich fand, es hat eine ungeheure Sogwirkung gehabt, wirklich so diese Ich-Form zu haben, dass sie uns ihre Geschichte im Grunde erzählt, ihre Gedanken, als wären wir eben live dabei, während sie das auch denkt. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Diese ganze Thematik, dass wir eben in einem Gymnasium eine
Amokläufer haben, also im Grunde ja erstmal ein paar, davon geht man ja aus, und natürlich da erfahren möchte, was hat sie vielleicht auch dazu getrieben, was ging in ihr vor, ihren eigenen Freund am Ende vielleicht erschossen zu haben oder ihre Freundin und so weiter. Das sind einfach Dinge, die man greifen möchte, die man begreifen will. Das finde ich auch immer gut an dem Thriller, wenn man eben nicht nur sagt, der Täter ist irgendwie. Ja, einfach der ist einfach verrückt. Das ist gar kein Mensch mehr. Natürlich sind das alles immer noch Menschen und man muss herausfinden, ja, was diese Menschen eben anders gemacht haben, was in ihnen das vielleicht auch losgetreten hat. Und mich hat das sehr angesprochen, mich hat das sehr gepackt. Ich habe das Buch in ja, Rekordzeit, finde ich, auch wirklich gelesen. Ist für mich auch wirklich ein Highlight in dieser etwas ja, krasseren Version. Es ist jetzt die nicht direkt unglaublich blutig oder strotzt vor Gewalt, aber was sich natürlich da abgespielt hat, man erlebt das ja auch immer mal so, zum Glück nur im Fernsehen, wenn an irgendwelchen Schulen Amok gelaufen wird, man will sich da gar nicht hinein versetzen, wie es einem da geht, sowohl vielleicht als Opfer oder als Überlebender, als dann eben auch. Ja, was hat den Täter dazu gebracht? Und was hat wirklich Maya, was bewegt sie? Auch mega spannend fand ich ihre Sicht auf die Dinge, wie Leute sie jetzt sehen, wie sie ihren Anwalt wahrnimmt, wie sie die Staatsanwältin wahrnimmt, was sie da so hinterfragt, was auch der Anwalt dafür Tipps gibt und sagt, wie geben wir uns am besten? Und ja, wir erfahren im Grunde wirklich diese ganze Geschichte. Und ich fand es sprachlich sehr, sehr gelungen und sehr beklemmend. Und ich möchte jetzt direkt so zum Serienvergleich kommen, weil ich die Serie mit 3 Folgen direkt danach begonnen habe. Und ich muss ehrlich sagen, die Serie fällt bei mir als Buchleser komplett durch. Zum einen haben wir einfach verschiedene Erzählperspektiven, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass das vielleicht spannender ist für den Zuschauer. Fand aber, dass man das zum Beispiel bei Tote Mädchen Lügen nicht eigentlich sehr gut gemacht hat, wo wir ja die Geschichte von Hannah Baker erfahren haben. Auch hat mir sehr gefehlt, dass wir nicht wirklich in den 3 Folgen die Gefühle von Maya irgendwie greifen konnten. Auch ihre doch oftmals abschätzigen Gedanken über ihre Eltern oder ähnliches, wo ich so dachte, das war doch das, was irgendwie, wo Geschichte sich drauf stützt von ihr. Und wenn wir halt eine ganz andere Motivation von Maya erleben, dann macht das für mich die Geschichte irgendwie nicht mehr so spannend und ja, eingreifend oder. Ja, es hat mich eben einfach in den Bann gezogen. Ja, ich habe nach 3 Folgen aufgehört. Ich glaube, ich habe die dritte nicht mal mehr beendet. Mir hat das nicht so gut gefallen. Ich fand die Schauspieler noch ganz okay. Ich mochte auch so ein bisschen die Atmosphäre, die geschaffen wurde. Aber ja, wenn sich halt wirklich Motivationen total verändern, die eben in dem Buch wirklich grandios waren und hier einfach so nebenbei laufen, dann war das irgendwie nix. Also das fand ich sehr schade. Für mich war die Serie nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Serie empfehlen kann, wenn man das Buch vielleicht nicht kennt. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr beurteilen, aber ja, meins war es leider als Serie nicht und ich habe dann auch nicht weitergeguckt. Kann aber das Buch allen empfehlen, die, ja, es ist natürlich nicht ganz so brutal, wie es vielleicht ein Roman für Erwachsenere wäre, aber es ist schon für ältere Erwachsene für ältere Jugendliche auf jeden Fall gedacht und hat auch mich als Mit-30-Jährigerin wirklich sehr in den Bann gezogen. Und ja, diese Beklommenheit ist bei mir definitiv auch angekommen. Daher Buchempfehlung, Serie, ja, eher Flop. Ja, das zweite Buch war ein etwas dünneres Buch. Die 5 großen Glücksdiebe. Ich hab's nicht mit dem Wort. Die 5 großen Glücksdiebe von Dr. John Isso und wie man ihnen keine Chance lässt. Ein Buch, das ich glaube ich auch irgendwo mal bei Hücke oder in der Flow entdeckt habe und es mir dann auch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde, worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe. Es ist ein sehr dünnes Büchlein und ja, zeigt uns eben so die typischen Glücksdiebe der Welt ist so ein bisschen aus. Ich kenne bisher noch nichts von dem Autor, habe von ihm, glaube ich, schon so ein, zwei Berichte mal gelesen. Er ist im Grunde schon so eine Art Glücksforscher und er benennt uns eben hier 5 Glücksdiebe. Wirklich ein schwieriges Wort. Und diese sind sehr greifbar erzählt. Ich kann jetzt gar nicht bei so einem dünnen Buch sehr groß auf den Inhalt eingehen. Möchte aber sagen, dass es besonders für Leute, die eben vielleicht auch anfangen wollen, so dieses typische Glück,
zu suchen beziehungsweise eben verstehen wollen, was eigentlich Glück ist und was man darunter dann auch greifbar im Grunde für sich benennen kann. Für die ist dieses Buch auf jeden Fall sehr, sehr geeignet. Denn die Beispiele, die hier drin genannt sind, sind sehr greifbar, sind sehr realistisch und sie sind auch aus dem Leben gegriffen. Das heißt, wir alle kennen sie, wir alle haben sie schon irgendwo mal erlebt und wir alle können damit irgendwas anfangen. Zudem gibt es eben auch Ideen zur Feststellung und auch zur Verbannung der Glücksdiebe. Auch diese sind sehr leicht verständlich erklärt. Und ich finde auch zu großen Teilen sehr leicht umsetzbar. Natürlich nicht alles von heute auf morgen. Das beschreibt uns Dr. John Itzo auch, dass das eben alles ein Prozess ist, dass das eben auch im Flow sein muss. Das hat mir aber einfach gut gefallen. Zudem bin ich einfach ein Freund der buddhistischen Philosophien und ich mag das einfach immer gerne, wenn das so ein bisschen wahrgenommen wird, wenn das so ein bisschen in den Fokus rückt und ich finde mich darin eben auch einfach wieder. Und ich kann mit diesen Begrifflichkeiten etwas anfangen. Ich kann verstehen, dass Achtsamkeit etwas Wichtiges ist, was es ist. Ich kann Meditation greifen, ich kann Yoga greifen. Ich kann verstehen, was das mit dem Körper macht und dem Geist macht und was das mit dem Denken macht und dass eben Gedanken immer das Erste sind, bevor dann Worte oder Taten folgen. Und das, was du denkst, ist dann eben auch etwas, was du tust. Und ich mag solche Gedankenspiele eigentlich sehr gerne. Und ich mag es, dass man sich das einfach bewusst macht. Und für mich hat das jetzt einfach auch irgendwo in den Achtsamkeits-April sozusagen gepasst. Und ich wollte natürlich nicht nur euch dazu Videos oder ein Hangout zeigen, sondern natürlich auch für mich noch ein bisschen was zum Thema Achtsamkeit machen. Das kann man hier auch sagen, dass Achtsamkeit und Meditation wirklich ein großes Thema sind. Dass sie auch ja, sehr realitätsnah, greifbar einfach rübergebracht werden und das wirklich ein Buch ist, wo ich sage, da kann jeder einfach mal anfangen, es lesen, es sich einfinden und ein paar Gedanken auch einfach mitnehmen. Man sollte jetzt nicht den extrem großen Wurf erwarten. Den bekommt man nämlich nicht, das muss man ganz klar dazu sagen. Aber mir hat es gut gefallen. Also ich finde wirklich für Leute, die sich damit vielleicht frisch beschäftigen, die auch einfach interessiert sind, was sind Glücksdiebe, was kann man da tun, die sind hier auf jeden Fall richtig und werden da auf jeden Fall auch großen Spaß mit haben. Und auch mir als doch schon etwas Belesenere zu diesem Thema hat das Buch gut gefallen. Es gab eben auch einfach neue, greifbare, umsetzbare Impulse, was mir eben einfach wichtig ist und ja, was mir einfach gut gefallen hat. So, jetzt musste ich mich doch mal ein bisschen umsetzen. Irgendwie ja, ist das noch nicht so richtig. Mit dieser Kamera ist das noch nicht so einfach, wie ich finde. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Buch. Ein High-Fantasy-Buch von Erik Kellen. Es ist der Abschluss der Nimmerherz-Reihe, das Ende aller Pfade. Und er ist endlich erschienen. Und ich kann schon so viel sagen, dass ich gar nicht viel zum fünften Teil natürlich erzählen kann. Denn ich würde natürlich alle anderen Bände irgendwie spoilern. Also werde ich natürlich nur was so zu meinem Empfinden erzählen und zu der Reihe so ein bisschen im Allgemeinen. Es sind jetzt alle Teile erschienen. Geplant war die Reihe, glaube ich, eigentlich mal als Viererreihe. Erik Kellen hat sich dann aber einfach in Schreibeslust, im Schreibeflow nicht zurückhalten können und hat dann, ich glaube, schon so mitten im vierten, als er im Schreiben war, gesagt, es wird wohl fünf Teile geben. Der erste Teil war Roter Schnee wird fallen, gefolgt von Der lange Weg des Windes. Es ging weiter mit Das Blut der Roa und der vierte Teil war dann Die Flammen des Phönix. Jetzt haben wir das Ende aller Pfade und es lässt sich natürlich schon erahnen, dass es wirklich auch das Ende der Geschichte dann sein wird. Ich bin ein Fan der ersten Stunde. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals zu Erik Kellen gekommen bin. Ich glaube, dass er auch wirklich einer der ersten Self-Publisher damals war, der eine super nette Mail geschrieben hat. Und mit High Fantasy kann man mich begeistern. Ich selbst war damals noch kein Game of Thrones-Schauer, beziehungsweise auch noch kein Das Lied von Eis und Feuer Leser. Für mich war diese ganze, ich sage jetzt mal, Winter-Atmosphäre damals noch neu. Heute kann man natürlich schon ein bisschen sagen, okay, man erkennt vielleicht immer mal ein bisschen etwas
von dem ein oder anderen High-Fantasy-Werk in Erik Kellens Welt, was ich aber überhaupt nicht schlimm oder verwerflich finde, solange es nicht abgeschrieben ist oder eine 1-zu-1-Idee einfach übernommen wurde. Also ein bisschen Inspiration, ich glaube, davon kann sich keiner von uns auch irgendwie frei machen. Die Geschichte des Nimmerherz beruht eigentlich auf einer Legende. Wir treffen auf unterschiedliche Charaktere aus unterschiedlichen Schichten. Wir haben hier unter anderem eine Prinzessin, die in absoluter Wildfang ist. Wir haben ein großes Königreich Quell. Wir haben einen Nordmann, den lieben Ascher, der im Grunde eigentlich der Thronerbe des Hauses Grimhorns, glaube ich, ist. Und dieser hat noch etwas ungeahnte Fähigkeiten zu Beginn. Und beide treffen aufeinander und das Schicksal meint es aber nicht so richtig gut mit ihnen. Und es ergibt sich dann eben, dass die Legende des Nimmerherzes aufgerufen wird. Und dies bedeutet eben, dass ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten, wenn er stirbt, eben von einen Körper in den anderen Körper übergehen kann und dieses Nimmerherz im Grunde immer mitträgt und er dann eben auch sich immer dessen bewusst ist, wer er eigentlich war. Ein spannendes Abenteuer, die uns durch diese ganze wunderbar erfundene Welt sozusagen führt, denn die Aufgabe ist natürlich hier des Abenteurers, irgendwann zurückzufinden zu seinem eigentlichen Ich, zu seinem wahren Ich und das wird hier eben versucht. Ich will jetzt auch gar nicht spoilern, wer hier dann das Nimmerherz vielleicht wird oder ähnliches. Eine Geschichte, die mich von Beginn an gepackt hat, gefesselt hat. Ein Schreibstil, der ausführlich ist, bildhaft ist, lebendig ist. Und das erleben wir auch im fünften Teil. Also alle Bände haben einen unglaublich bildhaften Schreibstil. Man sieht die Welt vor sich, man atmet die Luft, man kann sich die Roa vorstellen. Große, Tiger, Löwenähnliche Geschöpfe, die im Norden wohnen, die aber eben nicht für alle sozusagen sichtbar sind. Wir können dieses etwas magische, mystische spüren. Wir merken so ein bisschen dieses Nordfeeling, was doch ein bisschen kühler und rauer und ist, nicht nur in der Umgebung, sondern auch in den Menschen, was wirklich großartig gelungen ist. Und Erik Kellen hat mich wirklich in allen Bänden unglaublich gut unterhalten. So auch im letzten Teil. Auch hier merken wir, dass alle Fäden endlich zueinander kommen, dass alles irgendwie zu einem schönen, guten Ende gebracht wird, dass Fragen zu großen Teilen beantwortet werden, dass nicht allzu viel Neues sozusagen aufgemacht wird, was ich ja bei manchen immer mal so an Befürchtungen habe. Der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt vielleicht an Teil 4 und 5 habe, ist, dass man durchaus ein bisschen Länge hätte kürzen können und vielleicht doch nur 4 Bände gemacht hätte, weil man hat im vierten schon ein bisschen an Länge gehabt und man hat auch im fünften die ein oder andere Länge gehabt. Zudem gab es im fünften Teil eine Wendung, die eigentlich jegliches bestehende Gesetz irgendwie aufhebt. Und mir persönlich ist das dann doch ein bisschen zu einfach. Also wenn auf einmal ein Charakter über jegliche Macht verfügt, alles so tun kann, wie er das sich denkt, dann ist mir persönlich das doch ein bisschen zu einfach, wenn da gar keine Grenzen mehr gesetzt sind, der Logik und dieser Welt. Aber Erik Kellen schafft es einfach, mich zu packen, mich in diese High-Fantasy-Welt zu bringen. Und ich kann diese Reihe absolut jedem High-Fantasy-Leser empfehlen, der etwas Erwachseneres möchte, durchaus auch ein bisschen brutaler, davor nicht zurückschreckt, der zwar vielleicht den Hauch einer Liebesgeschichte ganz schön findet, aber nicht zu viel des Guten braucht. Ich finde, das ist wirklich die perfekte Mischung, die Erik Kellen hier geschaffen hat, die mir unglaublich gut gefällt, die mir ganz viel Spaß gebracht hat. Und ich bin jetzt gespannt, an was er als nächstes schreibt, denn ich glaube, dass man so einen Autor nicht aus den Augen verlieren darf, weil er das wirklich sehr besonders auch beschrieben hat. Auch diese Idee des Nimmerherzes fand ich wirklich spannend, weil ich die so auch noch nicht bewusst in anderen Geschichten wahrgenommen habe, vielleicht so in ähnlicher Form. Aber so dieser Fluch und Segen zugleich, das fand ich einfach großartig auch von ihm erzählt und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Zudem ist die Reihe jetzt komplett. Das heißt, jeder, der anfängt, kann direkt so in einem Schwupps alle 5 Bücher sich im Grunde zulegen. Er muss nicht mehr warten. Man kann die Geschichte jetzt in einem wegsuchten und
Ja, kann da eben sehr viel Spaß an dieser High-Fantasy-Geschichte haben. Das nächste Buch ist dann das neue Buch der lieben Adriana Popescu, Morgen irgendwo am Meer. Ist jetzt auch ganz frisch im April erschienen. Kam bei mir 3, 4 Tage vor Erscheinen an und es hat mich 2 Tage, glaube ich, im Regal angelächelt. Dann musste ich gefühlt einfach dazu greifen. Ich bin ein großer Fan von der lieben Adriana Popescu. Ich mag ihre Jugendbücher als auch ihre Erwachsenenbücher. Ich mag auch ihre New York Diaries-Reihe, die sie ja unter Pseudonym zusammen mit Anne Freitag geschrieben hat. Ich mag ihre Dialoge, ich mag ihre Ideen, ich mag ihre intensiven Geschichten und ich war mega gespannt auf das Buch, was Morgen irgendwo am Meer heißt. Also alle Geschichten, die am Meer spielen, sind natürlich schon per se etwas absolut für mich. Wir haben hier 4 Jugendliche, die nach dem Abitur ja im Grunde irgendwie zueinander finden und einen Roadtrip starten. Ich glaube Richtung Lissabon. Bonn, wenn ich mich jetzt nicht so ganz täusche. Ich bin mir gerade nicht sicher, oder ob das nur eine Zwischenstation war. Ja, nach Lissabon. Wir treffen hier auf Romy und Julia, die ein Paar sind. Wir treffen auf Konrad, der im Grunde ein früherer, sehr, sehr guter Freund von Romy ist. Und wir treffen zufällig auf Nele, die sich ja dieser Dreiertruppe im Grunde anschließt, um eben einfach eine Mitfahrgelegenheit nach Lissabon zu haben. Ja, alle 4 tragen so ein bisschen ihre Geschichte, ihre Probleme, ihr eigenes Leben im Gepäck. Und das kommt auf dieser Reise natürlich auch nicht zu kurz. Wir haben hier Jugendliche, die mit ihren Gedanken, ihren Gefühlen, ihrem Vergangenheits-Ich irgendwie manchmal kämpfen, überlegen, wie sie das jetzt irgendwie alles unter einen Hut bekommen und auch ja eigentlich Lösungen für ihr Leben und für ihre ja Freundschaften, Beziehungen suchen. Und das klingt erstmal nach einer profanen Jugendbuchgeschichte, sie ist aber alles andere als profan. Denn wenn man Adriana Popescu kennt, weiß man, dass sie immer sehr ernste Themen anspricht, diese aber auf eine lockere Weise eigentlich rüberbringt, aber dennoch sehr viel Tiefgang hat. Und das sind vor allem auch ihre Dialoge, die vor, ja, wunderbaren Wortwitz oft strotzen, aber eben genau das sagen, was die Charaktere denken. Und das eben zu etwas ganz Besonderem macht. Denn wir haben hier nicht einfach, dass ein Protagonist etwas denkt, sondern er spricht es eben auch aus. Und ich finde, das macht Adriana immer par excellence, wie man so schön sagt. Und das macht sie unglaublich gut. Denn für mich ist das tatsächlich so, dass man als Jugendlicher oftmals viel mehr ausgesprochen hat, und nicht nur gedacht hat, wie man das als Erwachsener tut. Und ich finde, dass das einfach hier auch wieder wunderbar rüberkommt. Wir haben 4 Perspektiven. Alle 4 Jugendliche bekommen ihre eigene Perspektive, die auch wunderschön immer am Anfang gekennzeichnet ist. Also wir wissen wirklich immer, wer wir sozusagen gerade sind. Und wir ja, setzen die Geschichte aber durchaus immer weiter fort. Also es ist nicht so, wie wenn Charakter 2 das gleiche erlebt wie 1 und es aus seiner Perspektive erzählt wird, sondern der Perspektivwechsel macht für mich unglaublichen Sinn und ist sehr gut gewählt, weil man eben so in diese Gedanken der Jugendlichen ein bisschen hineinkommt. Großes, großes Bücherkino, wie ich finde. Ich finde, alle Jugendlichen sollten zu diesem Buch greifen, weil sie so viel Leben mitbringt, Lebensweisheiten im Gepäck hat und eben, dass das Leben manchmal nicht so einfach ist, dass man eben einfach ans Meer fahren könnte, aber es durchaus des Öfteren sollte. Auch sehr bemerkenswert fand ich, wie sie ein bisschen was wohl aus ihrem eigenen Leben, zumindest für mich, die ja auch ihre Vlogs guckt, die auf Instagram folgt, oh Gott, ich klinge gerade wie ein totaler Stalker, habe ich das Gefühl, dass sehr viel Adriana hier drin steckt. Ich wurde nicht mit allen Charakteren so richtig warm. Ich muss sagen, dass ich mit Romy so meine Probleme hatte. Natürlich löst sich der Konflikt in Romy irgendwann auf. Also was es dazu bringt, dass sie mir nicht übersympathisch war. Aber es tut der Geschichte überhaupt keinen Abbruch, dass ich bei Rumi manchmal dachte, ach Mädel, ne? Aber die Geschichte, also ich glaube, man muss auch gar nicht jeden mögen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel von Adriana. Umso verliebter war ich ja in Julian und Nele. Und ich ja, habe mich da vielleicht einfach mehr wiedererkannt.
Ich fand es großartig. Ich mag den lockeren, modernen, flüssigen Schreibstil von Adriana. Ich mag es, wie sie Geschichten aufbaut, wie sie den roten Faden spinnt. Ich mag, wie sie uns daran teilhaben lässt. Ich mochte die Art des Roadtrips, wo wir Stationen hatten, dass die eine Bedeutung haben, dass wir da eben auch vor Figuren durchaus der Buchwelt dann davor stehen. Ich fand es toll, dass es nicht einfach nur eine Flucht ist, wie ja sehr oft ein Roadtrip in Büchern einfach eine Flucht ist, sondern eben durchaus auch das Ziel ist, wenn das irgendwie Sinn macht. Ich mochte einfach, wie die Charaktere gezeichnet wurden, wie tiefgründig sie sind, was sie denken, wie sie denken, wo sie ihre Gedanken hinbringen, ihre Taten, was es alles so auch an Konfliktpotenzial einfach so im Hintergrund gibt und ja, wie man eben auch einfach da Lösungen findet. Und ich finde, das hat Adriane einfach unglaublich gelungen gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen. Ich habe abends angefangen, ich habe nachts weitergelesen und am nächsten Tag Vormittag habe ich dann das Buch beendet. Eigentlich wollte ich andere Dinge tun, vor allem schlafen, aber das Buch hat mich einfach sehr lange wach gehalten und auch sehr beschäftigt und auch ja über die Lesezeit hinaus noch beschäftigt. Also ein ganz, ganz tolles Jugendbuch, was ich wirklich großartig finde. Und ich freue mich in diesem Jahr noch auf den Erwachsenenroman, der im Piper Verlag herauskommt. Und ich freue mich auf ihren Krimi, obwohl ich jetzt nicht per se der größte Krimi-Leser bin, den sie ja im Self-Publishertum sozusagen herausbringt. Ich freue mich auf alle Bücher, die da noch kommen. Und ich ja, kann dieses Buch absolut jedem uneingeschränkt empfehlen, weil das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was man hier in Händen hält. Und das letzte Buch der Woche ist dann auch wieder ein sehr dünnes Buch. Es ist Der Gast im Garten von Takashi Hiraide. Ja, ein Buch, das ich glaube ich bei Weltbild mitbestellt hatte, um auch zum einen zum Beispiel einfach portofrei zu sein, um mich hier einfach die ja, Katze auf dem Cover angesprochen hat, die wirklich sehr schön gemalt ist. Und ich mag eben Bücher, wo durchaus auch Katzen eine kleine Rolle spielen. Wir haben hier einen japanischen Autor und die Geschichte spielt auch in Japan. Und wir haben hier eben ein Haus und einen Garten, der von der eigentlichen ja, Besitzerin so nicht richtig gepflegt werden kann, weil sie eben schon älter ist oder ein älteres Paar ist. Und in das ja, Gartenhaus, was aber doch einem kleinen Bungalow gleichkommt, zieht eben ein Ehepaar, das so ein bisschen einen neuen Anfang sucht. Ja, sie haben so ihre Probleme mit ihren Jobs und so ein bisschen miteinander und ja, suchen hier einfach Ruhe und den Ausgleich zum Stadtleben. Sie treffen auf eine Katze im Garten, die eigentlich dem Nachbarsjungen gehört. Und ja, diese Katze, wir nennen sie Gibby, ja, liebt aber auch ihre Freiheit und zeigt uns eben durchaus, ja, dass eben Freiheit doch ein sehr kostbares Gut ist. Wer jetzt hier eine Katzengeschichte erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Denn ich wurde hier auch enttäuscht, denn die Katze spielt nur sekundär, wenn überhaupt, eine Rolle. Ja, sie taucht immer mal wieder auf und ja, sie erklärt uns so ein bisschen das Leben, aber alles in allem ist diese Katze nicht Hauptakteur in der Geschichte. Das ist definitiv das Ehepaar, das uns die Geschichte erzählt, das uns das Miteinander erzählt. Es ist eine sehr langsame Geschichte, eine sehr tiefgründige, poetisch erzählte Geschichte in einem Schreibstil, den ich sehr gelungen finde, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, der mich ja wirklich begeistern konnte, der mich ruhig gemacht hat, der mich entspannt hat und der mich einfach hat in diesen besonderen Garten und in dieses besondere Haus hat mit hineingezogen. Also man konnte sich die Umgebung sehr, sehr gut vorstellen, man konnte förmlich spüren, was dieses Bild des Gartens und des Hauses mit einem macht. Man konnte alles riechen und ja, wir hatten eben diesen Gast im Garten, der uns immer mal erfreut hat. Die Geschichte, ja, macht eben auch sehr wichtig, dass es um Liebe geht und auch um die Zerbrechlichkeit des Lebens und ja, ist im Grunde schon sehr ja, poetisch und eine wirklich sehr ergreifende Lebensgeschichte. Und das auf diesen wenigen, ich glaube, 125 Seiten hat es und das aber absolut schafft. Es hat mich wirklich sehr runtergebracht, es hat mich sehr entspannt, es hat die wirren Gedanken so ein bisschen außen vor gelassen, die mich gerade vor der ersten Folge von Game of Thrones doch sehr durcheinander gebracht hat. Mich hat dieses Buch gut unterhalten und wer eben mal so etwas Ruhiges, Langsames,
Andächtiges möchte und einfach da vielleicht auch mal in Japan irgendwie unterwegs sein möchte, der ist, denke ich, hier mit diesem Buch auch absolut richtig. Ja, hält eben einfach so etwas Ruhiges bei sich und ich finde, man kann sowas zwischendurch eben wirklich gut lesen und behält aber doch immer so ein bisschen was bei. Ich fand auch diesen etwas anderen Schreibstil, den man vielleicht jetzt nicht unbedingt so kennt, wirklich sehr gelungen, hat mir sehr gut gefallen und man merkt schon, dass man sprachlich da einfach ein bisschen anders unterwegs ist. Also eine klare Empfehlung für ein Buch so zwischendurch, was aber so ein bisschen nachhalt, was ich einfach sehr, sehr schön und auch gelungen fand. Ja, das waren sie nun, die 5 irgendwie mehr oder weniger blauen Bücher der Woche. Es ist mir dann doch erst aufgefallen, als ich sie sozusagen so zusammengestellt habe und dachte, okay, irgendwie hast du in der Woche zu blauen Büchern gegriffen. Und sie waren auch allesamt, wie ihr ja gehört habt, auf jeden Fall absolut lesenswert. Ja, das Buch im Leseklub, was wir dann im Mai lesen, ist Ich finde dich von Harlan Coben. Die Umfrage ging ja bis letzte Woche oder bis halt zum Montag. Und die meisten Stimmen hat der Thriller bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird mein 3. oder 4. Coben und ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Morgen starten wir ja im Leseklub mit The Hunger. Auf das bin ich auch schon mega, mega gespannt. Man hört ja sowohl sehr Positives als auch doch etwas Durchwachseneres und ich bin gespannt, zu welcher Fraktion ich gehöre. Es gibt ja im Grunde immer nur ein abgöttisch Lieben oder ein Hassen. Ist zumindest sehr oft tatsächlich im Leseklub so. Ansonsten denke ich, dass wir, ich finde dich dann auch einfach im Mai wieder so um den 20. beginnen werden und es ist, glaube ich, ein Buch mit etwas über 400 Seiten. Das ist also auch durchaus in der Woche durchaus lesbar. Ja, freies Lesen ist dann ja im Mai angesagt. Da lesen wir ja Intrige in der Robert Harris Gruppe und weil ich mich doch sehr viele Fragen immer erreichen, wo diese Gruppen sind. Sie sind aktuell ja auf Facebook und ihr findet die Gruppen unten immer unter jedem Video in der Infobox. Könnt ihr also jederzeit vorbeischauen und vorbeikommen und dann auch mitlesen. Ja, zur Serie Quicksand habe ich schon ein bisschen was erzählt. Eine andere Serie habe ich die Woche nicht angesehen. Ich möchte mir auf Netflix noch Der blaue Planet, unser blauer Planet, das möchte ich mir sehr, sehr gerne noch ansehen. Ich mag so Naturdokumentationen sehr gerne und die macht auf den ersten Blick wirklich einen sehr guten Eindruck. Ich habe in dieser Woche aber ein bisschen filmtechnisch was gesehen. Ich habe In Time angeguckt mit Anna Seyfried und Justin Timberlake. Es ist ja so eine düstere Science-Fiction-Vorstellung, wo man, glaube ich, mit 25 aufhört zu altern, dafür eine Zeituhr beginnt und man eben eigentlich ein Jahr auf der Uhr hat, aber meistens die Eltern sich irgendwie so verschulden müssen in den normalen mittelständischen Leben, dass man ja fast immer nur so für einen Tag lebt. Und wenn halt die Zeit abläuft, dann ist sie wortwörtlich abgelaufen. Sehr cool gemacht, geile Idee, auch toll umgesetzt und wirklich spannend. Und ich mag diesen Film unglaublich gerne. Ich habe den damals im Kino gesehen, war total fasziniert, habe ihn jetzt auf DVD auch schon ein paar Mal angesehen. Auf Netflix habe ich dann noch angeguckt, Liebe braucht keine Ferien, das war eher so eine humorvolle Liebesgeschichte, die ich sehr, sehr mag, die mir sehr ans Herz geht, die mich zum Lachen und zum Weinen gleichermaßen bringt und mir sehr, sehr gut gefällt. Auch schon einige Male angeguckt, kann ich auch irgendwie bei schönem Wetter empfehlen, obwohl sie ja eher so um die Weihnachts-Silvesterzeit spielt, stört mich das persönlich nicht. Dann angesehen haben wir Sweeney Todd, die lief abends irgendwann mal auf Sky und ja, ich gucke durchaus auch mal solche Art von Filmen. Es ist schon sehr blutig und es ist sehr brutal und es beruht ja auf die Geschichte vom Barbier aus Sevilla. Kommt das hin? Ja, ich glaube schon. Und es ist halt ein Tim Burton und er ist grandios erzählt, er ist toll inszeniert und er hat wahnsinnigen Schauspielercast von Johnny Depp über Jamie Campbell Bauer, Alan Rickman, Helen Bonham Carter, Sacha Baron Cohen. Wem habe ich vergessen? Also wirklich großartiger Film. Auch die Musik in dieser Musical Art ist wirklich ganz, ganz toll. Ich singe da auch so einfach mal mit. Den Soundtrack habe ich nämlich auch hier. Und ich mag es unglaublich gerne. Ich mag so diese Rachegelüste, die es gibt. Ich mag tatsächlich auch die Brutalität. Das klingt total verrückt, aber ich finde das so konsequent irgendwie, ne? Und ich finde ihn toll. Und ja, ich mache da durchaus auch mal die Augen zu und finde das manchmal schon sehr heftig und finde ihn aber irgendwie wie gut gemacht. Ansonsten drehte sich dann sehr viel um die erste Folge der 8. Staffel
von Game of Thrones. Ich glaube, man muss das keinem mehr erzählen, dass die begonnen hat. Selbst Leute, die diese Serie nicht sehen, wissen, dass da etwas Großes auf die Welt zukommt. Man sieht und hört gefühlt nichts mehr anderes. Und ja, das beschäftigt meinen Geist wirklich sehr. Also sowohl einen Tag vorher als auch 2, 3 Tage danach beschäftigt sich der Kopf sehr damit und ja, lässt mich so ein bisschen, hindert mich so ein bisschen am Lesen und Abschalten und am anderen Dinge wahrnehmen. Das muss ich ganz klar sagen. Es war für mich eine sehr gute Folge, die nicht an die Erzählweise von Staffel 1 bis 4 rankommt, sich aber, denke ich, auf so einem Level der 5. Staffel befindet, die ich ja noch sehr gut fand, wenn auch einfach ein bisschen schnell. Und ja, ich muss damit jetzt wohl einfach leben, dass sehr viel schnell erzählt wird. Es war eine sehr, ja, doch auch irgendwie ruhige Folge, die allem irgendwie so auf einen gemeinsamen Wissensstand gebracht hat. Es gab sehr viele Wiedersehen, auf die wir lange gewartet haben. Es gab komischerweise unglaublich viele Umarmungen, wie ich finde. Es gab auch ein bisschen Kitsch, mir persönlich sogar schon fast zu viel. Gerade an einer Stelle, wo ich so denke, puh, jetzt holen wir aber so die Emotionskeule raus, was für mich aber eher so ein Augenroll-Emotion war, als so eine, ach, ist das schön. Nein, also diese Emotion hat bei mir einfach nichts zu suchen bei Game of Thrones. Ich bin total gespannt und gehypt, wie es weitergeht. Werde auch am Ostermontag natürlich dann die nächste Folge ansehen und freue mich schon mega, dass ich ja Staffel 3, Folge 3 der Staffel dann ja mit Phil zusammen angucken werde. Freue ich mich total drauf. Mal sehen, wie man den ganzen Tag so um Social Media herumkommt, weil ich da die Folge wirklich erst abends sehen werde, weil ich ja relativ früh dann auch schon unterwegs sein werde und ja, freue ich mich aber. Also es ist Game of Thrones, es ist etwas Großes, es ist das Ende nah und ich finde, dass es den Hype auch einfach irgendwo verdient und ja, ich bin einfach Fan, ich bin angetan und mir hat jetzt wirklich die erste Folge sehr gut gefallen, natürlich noch steigerbar. Aber es könnte natürlich auch noch viel schlimmer sozusagen kommen. Und ja, das haben wir in Staffel 7 gesehen, wo einige Folgen um Längen schlimmer waren. Ja, ansonsten habe ich jetzt gar nichts weiter auf dem Notizzettel. Ich glaube, ich habe auch nichts irgendwie in der Woche vergessen. Außer dass ich einiges am Podcast auch gehört habe, auch einfach YouTube-Videos, die schon länger auf der Watchlist sozusagen waren, einfach angesehen habe. Und ja, einfach die Zeit zur Entspannung und Regeneration genutzt habe. Was will man auch einfach anderes machen? Ja, jetzt ist es aber Zeit, um euch einfach noch, ja, frohe Ostern zu wünschen, denn das ist ja theoretisch dann auch morgen. Ich hoffe, dass ihr alle versteckten nein, Ostereier finden werdet, dass ihr euch auch eine leckere, ja, Süßigkeit vielleicht nach der Fastenzeit gönnt. Ja, lasst euch da auf jeden Fall gut gehen. Genießt die Feiertage und dann die kurze Arbeitswoche darauf und ja auch die darauf folgende ist ja kurz, weil da ist ja dann schon der 1. Mai. Total verrückt, ne? Jetzt ist dann theoretisch der April auch schon wieder so fortgeschritten. Wahnsinnig, wie die Zeit so ein bisschen vergeht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Hoffe, ich habe nichts vergessen. Nein, mich würde natürlich wie immer interessieren, was habt ihr in dieser Woche gelesen? Hattet ihr ein Highlight-Buch dabei? Was könnt ihr an Serien, Filmen empfehlen? Seid ihr auch im Game of Thrones-Fieber? Alles immer gerne unten in die Kommentare. Lasst uns da ein bisschen austauschen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Schöne Ostern und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.